Hi, ich bin David und im heutigen Video möchte ich euch unser neues B-Paper Pro vorstellen. B-Paper Pro ist eine Weiterentwicklung unseres beliebten B-Papers, was wir im Tonartransfer nutzen, um deine Tonartransferergebnisse noch besser zu machen. Für den Transfer mit B-Paper Pro benötigst du genau die gleichen Materialien, wie wir sie im Transfer mit unserer A-Folie und dem normalen B-Papier verwenden. Wir haben jede Menge Videos auf unserem Kanal, die ich dir auch hier einmal in einer Playlist verlinke und unten in die Beschreibung mit reinpacke, wo du alle Details zu dem Tonartransferprozess anschauen kannst. Heute möchte ich dir besonders die Vorteile des neuen B-Paper Pro vorstellen. Für den Tonartransfer mit dem B-Paper Pro verwenden wir unsere A-Folie, die du im spiegelverkehrten Modus bedruckst und dann mit dem B-Paper auf der Transferpresse verarbeitest. Dazu benutzt du genau die gleichen Einstellungen, 160 Grad, 2 Minuten. Dann trennst du A- und B-Paper Pro auf, um dann dein Design auf dein Textil zu transferieren. B-Paper Pro eignet sich besonders für große Motive und ist in A3 und A4 verfügbar, kann also mit verschiedenen Druckern genutzt werden. Und im heutigen Video möchten wir Hoodie bedrucken mit einem relativ großen Design drauf, unserem neuen Wow-Design, denn genau das ist B-Paper Pro. B-Paper Pro ist Wow. Was kann B-Paper Pro? B-Paper Pro ist dünner beschichtet als das normale B-Papier und ist dadurch weicher auf dem Textil. Das heißt, insbesondere große Ausdrucke fühlen sich weicher an und haben auch eine bessere Stretchability, also lassen sich besser auf dem Textil stretchen, ohne so schnell einzureißen. Darüber hinaus ist B-Paper Pro waschbeständiger, das heißt, deine Textilien halten einfach länger. Ich habe unser Design hier auf dem Bildschirm geöffnet und sende die Datei einfach mal an den Drucker. Die Einstellungen nehme ich einfach, wie ich sie immer beim Tonartransfer habe. Check dazu einfach auch mal unsere anderen Tonartransfer-Videos aus. Während des Druckvorgangs habe ich meine Presse schon geschlossen, um die untere Platte vorzuheizen. Wie beim normalen B-Paper muss auch beim B-Paper Pro die Presse gut vorgewärmt sein, um einen guten Transferprozess sicherzustellen. B-Paper Pro mit höherer Waschbeständigkeit, dünnerer Beschichtung, besserer Dehnbarkeit und einem weicheren Feeling auf dem Textil gibt es ab sofort im Onlineshop auf www.ghost-white-toner.com. Da gibt es außerdem den Big Ghost, unseren Drucker, mit dem ich gerade gedruckt habe, aber auch weiße Tonerkartuschen für viele Arbeitsplatz-Laserdrucker, Farblaserdrucker von ganz kleinen bis ganz großen Druckern, eine große Auswahl und vielleicht findest du da auch einen passenden White Toner für deinen Drucker. Ich öffne jetzt einmal die Presse. Und ganz genau wie bei jedem Transferprozess lege ich die A-Folie nach unten auf die Presse, decke das Ganze einmal mit dem B-Paper Pro ab und obendrauf kommen noch ein paar Seiten normales A3-Kopierpapier, was ich mit unserem hitzebeständigen Klebeband zusammengeklebt habe. Alle die Sachen gibt es auch bei uns im Online-Shop, wie gesagt. Und dann verpresse ich das Ganze für 2 Minuten, wie ich das mit dem normalen B-Paper früher auch gemacht habe. Wenn die Zeit um ist, geht meine Presse auf. Ich nehme das Papier runter und gehe einmal mit einem Tuch über das B-Paper Pro und dann fange ich an der Ecke, die ich vorher gefaltet habe, von oben nach unten in einer gleichmäßigen Bewegung abzuziehen. Dabei achte ich darauf, dass das B-Paper Pro und die A-Folie auf der Presse liegen bleiben. Und man sieht schon, ich kriege einen super gleichmäßigen Transfer. Die A-Folie hat den Klebstoff vom B-Paper Pro angenommen und damit kann ich dann mein Design jetzt gleich auf den Hoodie übertragen. An den Ecken werde ich etwas langsamer, damit mir mein Motiv nicht ausreißt. Hier sieht man perfekt, wie B-Paper Pro den Klebstoff ablöst und man fühlt auch direkt, wenn man das alte B-Paper kennt, dass die Beschichtung deutlich dünner ist. Wie auch in der Vergangenheit schneide ich einmal um die äußere Kante meiner A-Folie herum, weil sich dort immer eine Linie von dem B-Paper Pro, von dem Klebstoff bilden kann, die ich dann eventuell versehentlich auf mein Textil übertragen würde. Wir haben auch Videos, wie man solche kleinen Fehler einfach und unkompliziert beheben kann, aber so kann ich sie natürlich direkt im Vorhinein vermeiden. Jetzt brauche ich nur noch mein Textil auf die Presse legen und die fertige A-Folie, die ich mit dem B-Paper Pro verarbeitet habe, auf das Textil pressen. Ich habe meinen Hoodie hier vorbereitet. Leg den auf die Presse, je nachdem wie dick dein Hoodie ist, bitte den Druck anpassen. Benutze auch einmal kurz einen Fusselroller, um überschüssige Fusseln und so weiter zu entfernen. Und dann presse ich mit den gleichen Einstellungen bei 160 Grad 30 Sekunden.
Wenn die Zeit um ist, öffne ich die Presse und wie immer muss ich mein Textil kurz abkühlen lassen, bevor ich die A-Folie abziehen kann. Beim Abziehen müsst ihr genau das gleiche beachten wie in unseren anderen Transfer-Videos. Einfach die A-Folie an einer Ecke umfalten und dann in einer gleichmäßigen rollenden Bewegung über das Textil gehen. Gerade weichere Textilien immer auf Spannung halten, damit man ein sauberes Transferergebnis hat. Bereits jetzt kann man fühlen, wenn man in den Hoodie reingreift, dass das Design deutlich weicher ist aufgrund des neuen B-Paper Pros. Auch hier haben wir den Effekt, dass wir ein glänzendes Design haben, müssen also noch einmal ganz kurz mit Matt Finish das Design verarbeiten. Auch dieser Schritt ist wie immer super wichtig für die Waschbeständigkeit. Unser Glossy Finish würde den Glanz etwas erhalten, aber das Design wollen wir hier jetzt mit einem matten Finish verarbeiten. So, nach der Verarbeitung mit Matt Finish habe ich ein super mattes Design, sieht richtig klasse aus und das Design fühlt sich super weich auf dem Textil an, wenn ich mit der Hand so reingreife. Leider könnt ihr das jetzt nicht fühlen im Video, aber das ist wirklich ein Riesenunterschied. Außerdem lässt sich das Design super toll stretchen. Ihr könnt das hier ganz gut im Detail hoffentlich erkennen. Obwohl ich das Textil stark auseinanderziehe, habe ich auch auf dem flächigen Druck in der Mitte keine Risse. Alles kommt wieder genauso in Form, wie es sein soll. Mit B-Paper Pro erhöhst du die Dehnbarkeit deiner Motive, die Haltbarkeit und die Waschbarkeit und gleichzeitig bekommst du ein viel besseres Feeling auf dem Textil. B-Paper Pro kannst du unter www.ghost-white-toner.com bei uns im Online-Shop bestellen. Natürlich auch alles andere, was du von der Transfer mit unseren weißen Tonerkartuschen, unseren Transferpressen brauchst. Du bekommst bei uns das hitzebeständige Klebeband, natürlich die A-Folie und alles andere Zubehör. B-Paper Pro gibt es in A3, so wie wir es heute hier im Video verwendet haben und natürlich auch in A4, wenn du nur einen A4-Drucker hast. Bringe jetzt deine Toner-Transferergebnisse mit B-Paper Pro aufs nächste Level. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.